Okay. Noch eine Übung jetzt hier zu dieser Figur. Du machst Folgendes. Du nimmst deine Karierte Blatt Papier, das ist ganz einfach da Parallelen zu zeichnen. So. Zeichnest du, so wie diese gerne, zeichnest du einen ordentlichen Trapez. Ja, ein Trapez. Die zwei Seiten sollen unterschiedlich lang sein. Okay? So, und dann auf jeder Seite dieses Trapezes zeichnest du eine andere Figur. Hier unten zum Beispiel ein Dreieck, hier ist ein Quadrat, hier ist ein Rechteck. Ja. Ein Rechteck und ein Parallelogramm. Okay? Gut. Und jetzt berechnest du die Flächeninhalt. Berechnest du den Flächeninhalt und berechnest du den Umfang, den Außenumfang, den Außenumfang. Hier. So, okay? Und diesen zusammengesetzten Figur. Okay? So, also, viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche. Ach.